Ich darf jetzt als allerersten Herrn Dr. Peter Seitz begrüßen. Bitte schön. Peter Seitz ist nicht der gleichnamige Posaunist der Blasmusikkapelle Altenbech, aber er hat auch mit Kunst zu tun. Herr Dr. Seitz ist Ministerialrat im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, das ab morgen Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft heißen wird, weil es mit dem Wirtschaftsministerium zusammengelegt wurde. Eine Entscheidung, die in der Wissenschaftscommunity nicht unbedingt gut geheißen wurde. Dr. Seitz leitet dort die Abteilung, die für die österreichischen Kunsthochschulen und für Fragen des wissenschaftlichen Bibliothekswesens und einige andere Sachen auch noch zuständig ist. Nur dem ganz besonderen und erfolgreichen Einsatz von Herrn Dr. Seitz haben wir es zu verdanken, dass wir Ihnen Simultanübersetzung anbieten können. Denn nur seinem Einsatz ist es zu danken, dass das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung die gesamten Kosten der Übersetzung übernommen hat. Ich glaube, auch das ist nicht für denjenigen, nicht nur für diejenigen, die die Übersetzung in Anspruch nehmen, einen Applaus wert. Ich freue mich, dass Sie zur Konferenz gekommen sind und bitte Sie jetzt um Ihre Begrüßungsworte. Vielen Dank. Bevor ich anfange, wollte ich noch gleich erwähnen, der Erfolg der Geschichte mit den Übersetzungskosten ist natürlich schon ein zweigeteilter, weil ich meine, wir haben es gemacht. Und der Herr Hamann war sehr konsequent bei der Durchsetzung und bei der Einforderung, weil es hat dann doch einige Zeit gedauert, bis sich das Ministerium zu einer Entscheidung durchgerungen hat. Und da war der Herr Hamann sehr konsequent dahinter. Also der Applaus gebührt Ihnen selbstverständlich auch. Ladies and Gentlemen, on behalf of the Ministry of Science and Research, I proudly welcome you to the conference and to the beautiful city of Vienna. I hope you will have some time off to take a glance at some sites and maybe decide to come later and to come back. The past years we faced a lot of contradictions. Contradictions within the European Union and those outside. In the official discussion, we talk about freedoms. Free movement of workers, of goods, of capital and services within the European Union. The freedom should guarantee peace by disseminating wealth and health to all living in the Union. In fact, to a high extent it does. Europe is the most wealthy and most peaceful region in the world. We successfully solve our problems and conflicts in peace. Most citizens trust the system to guarantee their freedoms and make sure that single persons can enforce their rights even against states. This is the approach for the well-educated and wealthy part of the European Union. They want to have more, more of the same, more freedom of movement, and more and diverse goods, a diversity of cultures and languages. Open access to nearly everything and everyone, especially to information. This comes out to grow faster and bigger when you think about Horizon 2020 and what EU member states do to cope with the challenges. But there is another reality as well. One part of the population wants more, the other less of the same. Less freedom, less mobility, less transparency. They fear to lose their wealth and outcome when they have to share with others. To share with people who are a lot better educated than they are. They fear broad worlds which they cannot understand. This is the contradiction in the Union we have to deal with. Some member states can integrate this part of the population better, others don't. It's not only the ability, but these are the economic circumstances. Therefore, there is a brain drain from countries under pressure towards wealthy ones.
This is the moment for the right-wing populist movement we have to face in the Union, which tries to move or stagger our system. We can face another contradiction, the European Union and the rest of the world. There are somehow completely different points of view how to solve problems, how to protect the state, how to handle or negotiate with social or religious minorities. Protection and access. These are the contradictory topics of the conference ahead. To what extent is it necessary to protect our world against violence and hate? What measures are appropriate to reach the goal? What measures can destroy the standards we have already reached? Do we only think about measures for the police or the army, or maybe are steps taken towards a better integration more appropriate? The recent economic crisis doesn't help to make the world better. In fact, it helps right-wing populists to widen the societal gaps, to make people think that disintegration will help. We know integrated systems and societies with a variety of cultures and points of view, with a low social pay gap, do better and are able to stand years of pressures much better because of the societal cohesion they produce. I hope you will have fruitful discussions and a convenient stay in our cities. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm the second organizer and I'm chairperson of Transform. And by all the help, it was possible to create this wonderful event in the wonderful Kuppelsaal. I have the pleasure to introduce our second introductory speaker, Mr. Walter Bayer. Walter Bayer is coordinator of the Brussels-based European Network Transform. So you see two logos, and we are the small one, and those are the big one. And they sponsored our event also. Walter Bayer holds a degree in economics and is author of several books. And because we are running out of time, I'm very brief, I ask Walter to take the floor. Thank you very much. Thank you very much. I'm afraid I will be the only one amongst us who will address this conference in German. It's not for patriotic reasons, but it's a question of convenience. That's why I prepared my short speech in German. Als vor einigen Monaten Nikolaus Hamann, Dimitri Zapogas und Peter Fleissner an Transform Europe herantraten mit der Idee, diese Konferenz zu organisieren, haben wir grundsätzlich enthusiastisch reagiert, weil wir eine enthusiastische Organisation sind, aber zweitens, weil das Thema dieser Konferenz in einen Kernbereich der politischen Probleme und der vor uns liegenden politischen Debatten führt. Und die breite Resonanz, die dieser Vorschlag, eine solche Konferenz in Wien abzuhalten, gefunden hat, ist ja auch ein Beleg dafür, dass dieses Thema relevant und zeitgemäß ist. Transform Europe ist ein Netzwerk aus 27 Organisationen, Bildungseinrichtungen und Zeitschriften linker, feministischer, sozialistischer und rot-grüner Orientierung aus 19 europäischen Ländern, das 2001 gegründet wurde und 2007 durch die Partei der Europäischen Linken als Partner im Feld der wissenschaftlichen Forschung und politischen Ausbildung anerkannt wurde. Wir sind also auf europäischer Ebene, wenn Sie so wollen, das Karl-Renner-Institut der Europäischen Linken oder das, was die Rosa-Luxemburg-Stiftung im Verhältnis zur Partei Die Linke ist. Die Gefahren, die uns heute zusammenführen, sind so unleugbar wie die Möglichkeiten, die die neuen Medien für die Demokratie eröffnen. Einschränkung der Meinungsfreiheit,
Repression gegenüber unabhängigen Journalisten. Bei solchen Schlagwörtern fallen einem im Allgemeinen die üblichen Verdächtigen diesseits und jenseits des Atlantiks ein, und ich nenne sie nun nicht nur aus diplomatischen Gründen, sondern weil es ganz einfach schwierig wäre, eine einigermaßen vollständige Liste solcher Fälle zu präsentieren. Aber was uns heute auch zusammenführt, ist doch der Wunsch, den Balken im eigenen Auge zu sehen. Inzwischen nehmen die Zunahme von Zensur gegenüber kritischen Medien und Journalisten und Journalistinnen in allen Teilen Europas zu. Das extremste Beispiel, das mir zurzeit einfällt, ist die handstreichartige Schließung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkstation in Griechenland, ERT, mit 2600 Kündigungen. Aber wie schon gesagt, die Liste ließe sich ohne Schwierigkeiten fortführen, und jeder einzelne Fall wäre es wert, im Detail erörtert zu werden. Handelt es sich um bedauerliche Einzelfälle oder um Kollateralschaden einer insgesamt rationalen Politik, an deren Ende Prosperität und soziale Wohlfahrt für alle stehen? Wir werden uns mit diesen Fragen in den nächsten beiden Tagen beschäftigen. Wir werden uns auch nicht damit begnügen, was die Franzosen einen Constat, also die Beschreibung des gegenwärtigen Zustands, nennen, sondern wir werden versuchen, profundere Fragen zu stellen. Ich glaube, die profundeste Frage, die sich stellt, lautet: In welchem Verhältnis steht Freiheit der Medien, Freiheit zur Information, Demokratie und Freiheit im Allgemeinen zu einer Politik, die im Interesse der Stabilisierung von Finanzmärkten Massenarbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Aussteuerung von Millionen Menschen und ihren Ausschluss aus Krankenversicherungen zur Kenntnis nimmt? Ist eine solche Politik nachhaltig im Hinblick auf die demokratischen Freiheiten? Wie viel soziale und regionale Ungleichheit verträgt eine europäische Integration? Das sind meiner Meinung nach ernste Fragen. Diese Fragen zu stellen, die Gefahren nicht zu übersehen, bedeutet aber gleichzeitig nicht, in apokalyptische Szenarien zu verfallen. Wir haben in den letzten Jahren bedeutende gesellschaftliche Bewegungen der Hoffnung gesehen, wie die Indignados in Spanien, die unbeugsamen Prekarisierten in Portugal. Wir sehen, dass dieses neue, vor allem von der jungen Generation verkörperte Begehren nach realer Demokratie auch die Gewerkschaften, vornehmlich im europäischen Süden, aber über den europäischen Süden auch in den anderen Teilen unseres Kontinents und im Europäischen Gewerkschaftsbund erfasst. Wir sehen auch, wie aus dem Umgang mit den neuen Kommunikations- und Informationstechnologien neue Formen der Demokratie und neue Formen der Kooperation entstehen und sich im Begriff der Commons, also der Idee des Teilens, auch die Idee einer neuen Gemeinschaftlichkeit und Solidarität ausdrückt. Ich habe auf der Website in der Vorbereitung dieser Konferenz eine unendlich lange Liste von interessanten und brennenden Fragen gefunden. Ich habe sie hier auch notiert, werde sie jetzt aber nicht zitieren, um das Zeitlimit nicht zu überschreiten. Wir sind, meine ich, nicht die Ersten, die sich dieser Fragen annehmen, und wir werden sie nicht erschöpfend behandeln können auf unserer Konferenz. Aber wir können dazu beitragen, einen intellektuellen und auch einen politischen Raum zu öffnen, in dem über die Zukunft der Medien, der Demokratie und der europäischen Integration auf nicht konventionelle Weise diskutiert werden kann. Das ist notwendig, wenn wir Sozialstaat, sozialen und ökologischen Fortschritt und Demokratie bewahren wollen, in einer Zeit, in der sie bedroht sind, und so bedroht sind wie im Übrigen der Frieden und die Stabilität auf unserem Kontinent. Ich sehe also diese heutige Konferenz nicht nur als ein Zusammenkommen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, von intellektuellen Journalisten und Journalistinnen, sondern gleichzeitig auch als einen Ausdruck staatsbürgerlicher europäischer
europäischer Verantwortlichkeit im Hinblick auf eine gemeinsam zu meisternde Zukunft. Ich wünsche dieser Konferenz allen Erfolg und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.